Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zur nächsten Food Review. Heute teste ich getrockneten Fisch, und das ist ein kleiner Snack so am Rande, und zwar Nabeer, getrocknetes Lachsfilet. Ja, bleibt dran! Jo, Lachsfilet gesalzen und getrocknet. Das habe ich beim Russen gefunden und das hat 1,99 gekostet. Ist ja hier drauf, 1,99. Und das kommt in einer total schönen Verpackung daher. Gut, Verpackung muss nicht so viel sein, weil je mehr Verpackung, umso mehr Müll. Aber das ist Papier hier. Das kommt in den Papiermüll bei mir. Und hier diese Folie kommt in den gelben Sackmüll. Ja, damit ist das dann für mich auch erledigt. Ja. Recycling ist eben doch alles. Das ist die zweite Food Review, die ich mache. Also in letzter Zeit habe ich angefangen. Ich hatte neulich Hundezahnfisch oder Wolfszahn. Nee, Hundezahnfisch. Habe ich getestet als Food Review. Schaut mal rein, vielleicht gefällt es euch ja. Und hier habe ich schon den nächsten Snack, auch vom Russen, und zwar Nabeer. Ich hoffe, da spreche ich das ordentlich aus. Nabeer, Lachsfilet gesalzen und getrocknet. Na? Jo, wie gesagt, also das Design finde ich schon mal cool. Ich könnte mir vorstellen, allein vom Design her, dass man das ordentlich essen kann, wenn man abends Fußball schaut und Bier dabei hat, ein Bierchen trinkt, Fußball schaut und dann sowas dazu sich reinzieht. Ja, das könnte funktionieren. Und das sieht cool aus, also, ja. Na? Öffnen wir das Ganze mal. Achso, das Teil hier hat auf 100 Kilokalorien, auf 100 Kilo, 100 Gramm natürlich, hat es 427 Kilokalorien auf 100 Gramm, aber es sind nur 75 Gramm. Also hat das Teil, ja, sagen wir mal, um die 300 wahrscheinlich. Um die 300 irgendwas, 300, ja, um 300 bis 400 Kilokalorien, das ganze Ding. Muss man sich schon überlegen. Ja gut, Lachs ist halt was total, ja, reinhaut. 28 Gramm Fett, davon gesättigt sind 5,1 Gramm. Kohlenhydrate sind 9 Gramm, davon sind Zucker 2,7 Gramm. Ja, Salz 5,5 Gramm. So, jetzt machen wir das Ganze hier mal auf. Das kann man öffnen wie so ein, Kartenspiel vielleicht. Und dann rückt man das hier raus. Und hier hat man auch so ein Sichtfenster drin gehabt. Und da konnte ich schon sehen, was da ungefähr drin ist. Also das sieht aus wie Lachsstreifen. Das Design, muss ich ganz klar sagen, gefällt mir sehr gut. Gibt schon mal satte 5 Sterne fürs Design. Ja, das machen wir erstmal weg. So. Jetzt muss ich hier gucken. Ja. Es hieß, es wäre getrocknet, aber hier ist ganz schön Flüssigkeit drin. Das muss man schon mal so sagen. Ich weiß nicht, seht ihr das hier? Hier ist Flüssigkeit drin. Wieso bei getrockneten Sachen Flüssigkeit drin ist? Das ist vakuumverpackt, also da ist die Luft rausgezogen. Die ist auch richtig ordentlich rausgezogen, also da ist wirklich kein Freiraum irgendwie. Sehr gut gemacht. Und jetzt muss ich nur gucken, wo kriege ich denn das auf? Ah, hier. Oh, es geht erstaunlicherweise sehr leicht auf. Ja. Es geht sehr, sehr leicht auf. Muss schon sagen, aber es ist irgendwie sehr saftig. Ja.
Also es ist ganz schön fettig hier. Jede Menge, wenn man hier mal drin rumstreicht, seht ihr, wie das glänzt. Jede Menge Öl. Das, oh, das ist wirklich übertrieben fettig. Das ist schon mal ein kleiner Minuspunkt. Das fühlt sich getrocknet an. Oh, und es riecht. Es riecht wie frischer Fisch. Also es riecht nicht wie getrockneter, sondern es riecht wie auf dem Fischmarkt. Ja. Wie frischer Fisch auf dem Fischmarkt riecht das. Wunderbar. Gefällt mir sehr gut. So ein angenehmer, aber nicht ekelhafter Geschmack. Das Öl irgendwie schmeckt mir gar nicht. Aber das hier, das scheint von der Konsistenz her, scheint es sehr trocken sein und spröde, das bricht auch sehr leicht. Okay, testen wir es. Ja. Was schmeckt der Zahn? Aber man muss gar nicht so viel kauen jetzt dafür. Na? Oh, das bricht von alleine ab im Mund. Und für 1,99 ist schon ein bisschen wenig hier. Obwohl, ja gut, Fisch ist ja teurer. Verzeihung bitte. Und wird auch in letzter Zeit immer teurer. Und gerade Lachs. Jetzt hatte ich was zwischen den Zähnen gehabt. Und gerade Lachs ist schon teuer. Außer man kauft sich Fischstäbchen. Die sind billig, aber ganz ehrlich, da ist auch kein wirklicher Lachs drin. Da ist alles, was vom Fisch übrig bleibt, drin, sozusagen. Also auch vom Lachs, ja. Alles, was übrig bleibt, ist da drin verarbeitet. Ja. Ist einfach so. Also ich würde sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis wird das bisher gelump. 1,99, ja, also zum Testen kann ich es mir erlauben, aber dauerhaft leider nicht. Obwohl, wenn ein cooles Spiel ansteht, wo ich mich drauf freue, oder so, dann kann ich mir das mal gönnen, wenn ich mal unbedingt Bock auf Fisch habe. Das hält sich sehr lange, also ich habe das hier vor 2 Wochen gekauft und das hält sich bis 5.10.2019. Ja. Ja. Also ordentlich haltbar, da geht schon was. Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich ganz klar sagen, ja gut. Wohlwollend gibt es noch 3 Sternchen dafür. Ich habe es im Russenladen im Übrigen gekauft. Ja. Also 3 Sternchen sind okay. Na, guckt euch das nochmal an. Also ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Es sieht aus wie Speck, glänzt es und sieht aus wie Schinken. Ja. Ja, also ich könnte schon sagen, okay, ja, getrockneter Lachs, den stelle ich mir so vor. So auch in der Farbe, auch Lichtdurchlässigkeit. Ja, man kann da durchgucken und sieht schön orangen aus. Und ja, wunderbar. Also, man kriegt fettige Finger davon. Ich würde das als Empfehlung, ich würde das zu Hause auf eine Küchenrolle legen und schön eine Zeit lang drauf liegen lassen und abtupfen, damit das ganze Öl weg ist. Hier dieses ganze, hier sieht man es. Hier das ganze Öl muss weg. Dann ist das ein richtig schöner Snack.
Einmalig. Ich mag Fisch ja so. Jetzt mache ich das gerade mal wieder hier rein. Mache ich das gerade mal wieder hier rein, weil ich es mit hochnehme und oben noch fertig esse. Das werde ich schon essen, nachdem ich die Dinger getrocknet habe, während ich die Videos bearbeite. Ja. Also, ich hole mir das nochmal. Das ist ein halbes Jahr haltbar. Ungefähr. Ich hole mir das in 2-3 Monaten nochmal, wenn es nochmal gibt. Ja, also geschmacklich. Also, wenn das nicht mit dem Öl wäre, hätte ich gesagt 5 Sterne. Aber so, würde ich sagen, ach doch, komm. Ja. Das Teil gibt von mir geschmacklich auch satte 5 Sterne. Jo, im Übrigen bin ich auch auf Dailymotion zu finden. Und ja, bleibt mir weiterhin treu. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr meine Food Reviews findet. Ob ich noch mehr davon machen soll. Und ob ich mehr machen soll, als mich auf Snacks zu begrenzen. Im Moment mache ich nur Snacks oder halt, ja, Yum-Yum-Nudeln vielleicht. Diese kleinen Nudelpaketchen. Da gibt es ja auch total verschiedene, viele. Und da hatte ich mir vorgenommen, dass ich sowas erstmal mache. Um reinzufinden wieder, ich hatte ganz am Anfang meiner YouTube-Karriere mal ein Video gemacht über eine Yum-Yum-Suppe. Das läuft nach wie vor gut auf YouTube, es wird immer wieder mal geguckt. Erstaunlich eigentlich, dabei habe ich doch nur in einen Topf die Yum-Yums rein, habe das Gewürz drüber gemacht und heißes Wasser drauf gekippt, das war es schon. Ja, aber es wird geguckt, ja. Ich weiß nicht, hat den Leuten vielleicht gut gefallen. So, das war's wieder für heute. Ein kleines Eck, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ihr seht ja, es wird alles getestet. Also dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels.